Poco X3 NFC oder Xiaomi Poco X3 Pro, das fragen sich viele von euch. Wenn ihr zwischen den beiden Handys schwankt, hilft euch dieses Video. Ich stelle die unterschiedlichen Fakten der Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Design. Bei der Kategorie Design kommen beide Geräte auf 55 Punkte. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Eigenschaften. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm gewinnt das Poco X3 Pro haarscharf mit 55 zu 54 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: eine neuere Version von Gorilla Glass. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das Poco X3 Pro eindeutig mit 88 zu 78 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 12,6% schnellerer Prozessortakt. 2 GB mehr Arbeitsspeicher. 128 GB mehr interner Speicher. 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße. 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit. Hat AES. Und 8 GB größerer Speicher. Kameras. In der Kategorie Kameras gewinnt das Poco X3 NFC haarscharf mit 73 zu 72 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 35% mehr Megapixel der Hauptkamera. Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat. Und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Das Poco X3 Pro hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme. 4,8% größere Blende bei minimaler Brennweite. Hat einen Blitz mit Dual-LEDs. Hat Laser-Autofokus. Eine Blitz-LED mehr. Und es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Audio. Beim Punkt Audio ist das Poco X3 NFC mit 87 zu 62 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: hat ein Radio. Akku. In der Kategorie Akku ist das Poco X3 NFC mit 65 zu 61 Punkten knapp vorne. Es gibt hier keine größer abweichenden Spezifikationen. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Poco X3 NFC knapp mit 82 zu 78 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 19-fach schnellere Downloads, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 26-fach schnellere Uploads, hat einen Infrarotsensor und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Ergebnis. Sowohl das Poco X3 NFC als auch das Xiaomi Poco X3 Pro kommen auf insgesamt 70 Punkte. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Handys. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.